The Owners mit Maisie Williams startet am kommenden Donnerstag, also am 14. Juli hier in Deutschland in den Kinos. Wir beide durften den Film vorab sehen und ob der Home Invasion Thriller etwas taugt, erfahrt ihr jetzt. Okay, let's face facts. Eine kleine Gruppe von frustrierten Kleinkriminellen hat die Info bekommen, dass in einem abgeschiedenen Landhaus ein Safe mit lukrativem Inhalt verborgen ist. Mary, gespielt von Maisie Williams, will mit der Sache eigentlich nichts zu tun haben, wird dann aber doch hineingezogen. Die kleine Gruppe bricht in das Landhaus ein, versucht den Safe zu knacken. Doch dann, als die Eigentümer des Landhauses nach Hause kommen, entwickelt sich alles ganz anders, denn diese Eigentümer haben etwas Schreckliches zu verbergen. Und ja, man kann sagen, The Owners hat an sich einen recht soliden Start. Also das Setup an sich ist eigentlich echt gut eingeführt. Und am Anfang ist es ja auch eher so ein Geisel-Psychodrama, wo so die einzelnen Charaktere Spielchen miteinander treiben. Und das hat uns eigentlich ganz gut gefallen. Also das war auf jeden Fall einer der stärkeren Punkte vom Film, also das erste Drittel bis zur ersten Hälfte. Doch dann, mit dem Verlauf des Filmes, nehmen halt die Eigenartigkeiten zu und die Absurdität nimmt auch zu. Und ich sag mal, auch die Horror-Aspekte oder die Thriller-Aspekte werden noch ein bisschen hochgefahren. Und ja, da muss man leider sagen, da Stück für Stück rutscht der Film in der Qualität immer weiter runter. Und im letzten Drittel sind leider wirklich Szenen dabei, die unfreiwillig komisch sind. Mhm. Man muss leider fast sagen, lächerlich. Von daher, die Story hat eine gute Grundidee, aber alles in allem ist sie dann doch eher schwach ausgefallen. Ja, also gerade dieses Absurde ist ein bisschen schade und man merkt eigentlich auch, es ist natürlich ein Twist in diesem ganzen Film drin und irgendwie wird dieser schon sehr, sehr früh angekündigt. Mhm. Also man weiß schon relativ früh, wo es hingeht, einfach weil man es direkt unter die Nase gerieben bekommt und nicht einfach, dass so nach und nach so ein bisschen spannend aufgebaut wird. Fand ich ein bisschen schade, hätte man, glaube ich, ein bisschen cooler inszenieren können. Ja. Die Jugendbande mit den einzelnen Charakteren wird erstmal sehr solide eingeführt und es bahnen sich relativ schnell diese Konflikte zwischen den Charakteren an, die zum Teil vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt sind. Es sind halt so ein bisschen Archetypen und ich würde sagen, sie handeln öfter mal ein bisschen unplausibel oder ein bisschen drüber und nicht ganz so logisch, wie ich jetzt handeln würde. Auf der anderen Seite ist aber dafür das Ehepaar da, unter anderem Sylvester McCoy, den man als Radagast aus den Hobbit-Filmen kennt. Und die sind wirklich beide sehr geil gezeichnet. Also man sieht am Anfang erstmal dieses Freundliche, diese tolle Facette, die dann aber auch umschwingt zwischen diesem mysteriösen, unheimlichen. Und das ist wirklich, finde ich, eine ziemliche Glanzleistung, eigentlich das positivste Beispiel aus diesem ganzen Film. Ja, aber die spielen gegen das Drehbuch quasi, ne? Also leider. Ihr Schauspiel rettet da quasi das Drehbuch, aber ich fand die auch den Höhepunkt des Films tatsächlich. Ja. Was die Produktion angeht, folgt der Film zunächst einmal den üblichen Leitlinien von Horrorfilmen. Also da sticht jetzt in der ersten Hälfte nichts besonders heraus. In der zweiten Hälfte gibt es einen interessanten Editing-Eingriff. Da wird nämlich das Format begrenzt tatsächlich. Dadurch soll so ein klaustrophobisches Gefühl erzeugt werden. Ich muss gestehen, also wir haben während dem Film geredet und bei uns hat es nicht so wirklich funktioniert. Wir haben uns eher gefragt, ob das so alles so geplant war, wie es jetzt tatsächlich in diesem Film abgespielt wurde. Ja, irgendwie ist das Gefühl, also es wird halt nicht so unterbewusst nach und nach reingespielt, sondern es ist von jetzt auf gleich so ein Formatwechsel und es wirkt halt dann irgendwie, als wäre an der Filmrolle was falsch. Ich glaube, das hätte man irgendwie so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl so nach und nach vielleicht ein bisschen besser umsetzen können, weil an sich die Idee ja ganz cool ist, dass das immer schmaler wird, man sich immer eingeengter fühlt. Hat aber nur mittel geklappt, würde ich sagen. Es kommt ein bisschen so rüber, als hätten sie die Idee erst im Nachhinein gehabt. Vielleicht, also, ja. Weil tatsächlich sind die Bilder halt so aufgebaut, dass man teilweise durch diese Beschränkung des Formates nicht mehr alles sieht. Und das ist dann schon fast an der Grenze zum Störenden, würde ich sagen. Ja, trifft es ganz gut. Und hinzu kommt halt auch, dass wir das schon hier viel diskutierte letzte Drittel, wo der Film leider ein wenig den Bach runtergeht. Da gibt es auch einzelne Szenen, insbesondere eine mit besonders viel Gas, die ja in der Produktion auch schwierig ist, kann man nur so ausdrücken. Also sie wirkt fehl am Platz, also im Vergleich zum restlichen Film, als wäre das so eine Szenerie, die da reingeschnitten wäre. Genau. Und irgendwie nicht ganz stimmig. Genau. Also das produktionstechnisch an der Stelle nicht ganz ideal gelaufen. The Owners ist insgesamt so ein eher mittelmäßiger Horror-Thriller. Wir beide sind jetzt aber auch nicht die großen Horror-Fans. Für Fans ist das vielleicht dann eher was. Wir gehen insgesamt mit 2,5 Sternen, einfach weil der einfach zum Ende hin so ein bisschen nachlässt, am Anfang schön eingeführt wird, aber dann so ein bisschen das Potenzial liegen lässt. Deshalb, wie gesagt, 2,5 Sterne. Ja, Idee ist gut, Umsetzung fraglich.